Moin Moin und willkommen zur 91. Folge Dark Souls 3. Ja, immer noch in der Hauptstadt Irithyll oder irgendwie so. Oder wie auch immer sie heißt. Irithyll, Irithyll. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Hatten jetzt hier immerhin den Gegenstand schon mal gefunden und einen total sinnlosen Raum. Ja. Nochmal gucken. Ja, hier, ne? Handtypen und so. Und da oben ist auch noch ein Gegenstand. Wollen wir auch noch haben. Also ein bisschen was zu tun haben wir hier noch, bevor wir den Reason angehen werden. Und ich hoffe, das ist jetzt endlich vernünftig mit der Soundabstimmung hier. Wenn nicht, dann werde ich das nochmal beim Rendern nachregeln müssen. So, habt ihr jetzt abgelassen? Nein. Kann ich mich verarschen? Gammelt ihr jetzt da die ganze Zeit rum? Einer? Was der andere? Können wir die von hier beschießen? Den einen müssten wir doch sogar erwischen können. Schauen wir mal. Also jetzt vielleicht gerade noch. Ja. Sehr schön. Guck mal, der hat ja sogar gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Ah, sehr schön. Guck mal. Da können die nicht viel gegen machen. Ja, toll. Macht der Feuer oder was macht der da gerade? Und jetzt ist die Fackel. Schade. Aber wir gucken mal, wir kriegen sie anvisiert. Das ist natürlich geil. Jetzt nicht mehr, ich hätte mal schießen sollen. Ach, ich hab falschen Knopf. Sollte auch den richtigen Knopf nutzen. Kommt schon, ich will den da haben. Wobei, ich Idiot. Hätte man schon viel früher anschießen können. Ja, echt hartnäckig, die Spinner. Schade. Der klappen können. Aber von hier. Nee. Okay, der backt da noch rum. Na, jetzt ein kleines Problem, ne? Kriegen wir sie irgendwie rübergelockt? Ah, gucke mal. So kann man's machen. Maus hätten wir benutzen sollen. Ja. Das sollte man vielleicht mit der Maus machen. Geht ein bisschen schneller. Ah, gucke mal. Das ist doch lame, aber es geht. So, wie war das? Jetzt nutzen wir die Maus. So, jetzt kann ich nur nicht laufen. Was ein bisschen blöd ist. Und das ist ganz ungewohnt so gerade. Eieieiei, es ist echt ungewohnt. Hier erwischt man sie nicht, ne? Nope. Kann man sie nicht hier rüber? Okay, da könnte man auch rauf, sehe ich gerade. Aber ob das so viel besser ist? Nee. Ich kann man sie immerhin noch rumlocken. Schade. Schade, schade, schade. Einmal nochmal von hier probieren. Na, jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dagegen sind die echt ganz schön anfällig. Wenn ich mir das so überlege. Och. Also mehr als gegen Nahkampfangriffe. Das ist ja ganz nett. Wie das aussieht. Mit den Horn. So, hopp, hopp, Jungs. Komm dran hier. Ach, hier hätten wir auch schießen können. Ha. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Schade. Die sind aber auch eklig. Meine Herren. Monster mit Hand. Als Kopf. Vor allem, wie viele Finger haben die eigentlich? Zu viele. Oh. Scheiße. Und keine Pfeile mehr.
Ja, nee. Da muss man wohl die Armbrust nochmal nehmen. Oh ja, das könnte man mal ausprobieren. Wie Blitz kommt. Ich lade mal nach. Falschen Knopf. Beziehungsweise falsche Muni. Na jetzt echt. Wir haben doch noch so ein bisschen was. Unitöter-Großpfeil. Große Pfeile, die im Kampf gegen die riesenhaften gehörnten Oni in den östlichen Landen eingesetzt wurden. Sie können nur mit großen Bögen verwendet werden. Sie wurden aus den Federn einer alten Krähe gefertigt und ihr Flug soll geradlinig sein wie ihr Meister. Oh, jetzt habe ich dafür gerade was anderes verpennt. Fuck, schon wieder falschen Knopf gedrückt. Also irgendwie so diese Blitzgeschichten. Bei Armbrüsten. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Bringt's irgendwie nicht so richtig. So, kommt, Jungs. Zack, 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 zack. Wieso kam da eigentlich so ein Kling? Als wenn da jemand gerade angegriffen hätte? Merkwürdig. Ah, das sieht doch schon besser aus. Viel besser. Ah, die sollten wir auf jeden Fall noch tot kriegen mit dem Ding. Können wir von hier jetzt nochmal. Ah, guck mal. Jetzt wieder hier hin. Ja, natürlich nicht runterfallen dabei. Ah, sehr schön. Nummer 1 ist schon mal tot. Nummer 2. Hält auch nicht mehr lange durch. Schade. Dum, 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 dum. Ja, da muss ich ein bisschen drauf achten, dass die Dinger auch treffen. Sonst wird das gleich nichts mehr. Ah, das. Boah, der war aber auch eigentlich schon wieder unnötig. Okay. Ein Schuss noch und einen haben wir noch. Also, passt. Nein, passt nicht. Schade. Also doch nochmal einen Bogen. So. Hey. Und Piu. Sehr schön. Sehr schön. Können wir den nochmal wieder rausschmeißen? Dann können wir uns vorhin den Gegenstand da hinten schnabulieren. Muhaha. Sehr schön. Das Vieh hatten wir schon, ja. Jauche, Jauche. Einmal nochmal weg. Eieieiei. Das ist aber auch bitter. Was haben wir denn noch am Tränken? Hälfte. Ich glaube, dann sollten wir eher mal wieder hier mitarbeiten. Erst einmal. War da jetzt nur noch der Gegenstand? Ich glaube ja. Naja, egal. Ich würde es jetzt nicht riskieren. Ich war nämlich gerade überlegen, jetzt einfach reinzugehen. Scheiß drauf. Aber komm, die paar Sekunden können wir jetzt noch. So. Und schon. Ah, passt. Wunderbar. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Guten Tag. Ist noch jemand zu Hause? Was leuchtet da grün? Ah, Spiegelung. Oh. Das sieht doch aus wie eine Wand. Ja, es ist eine Wand. Also, ich meinte eigentlich eine durchlässige Wand. Eine Illusion. Aber nope. Es ist wirklich eine Wand. Es sieht aus wie eine Wand, ja. Das war. Oh Mann. Premium-Satz. Ja, da braucht man nicht gucken. Das geht ja eh nach außen weg. Nope. Nö, ist nur noch der Gegenstand. Was haben wir denn da? Was bist denn du? Noch ein Läuterungsstein. Warum haben wir jetzt schon zwei Läuterungssteine? Zwei? Moment, wir haben vier jetzt insgesamt bekommen. Das waren gerade drei Stück. Warum kriegen wir so viele Läuterungssteine? Das macht mich stutzig.
Das macht mich jetzt gerade echt stutzig. Das heißt, sie musste irgendwas sein. Jeden Fall will ich gleich nochmal eben die Wavo wechseln. Auf das Ding. Ich glaube, dass wir damit. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass wir mit dem Ding da besser zu Rande kommen werden. Oh, ist das gemein, dass die nicht passt. 0,3 zu wenig. Was haben wir denn an Seelen? 15. Da müssen wir uns wahrscheinlich reindroppen. So, jetzt wird's interessant. Der Typ hat uns direkt angegriffen. Da war nichts mit Backstabben. Das ist ein Freak. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dass wir damit dann nämlich richtig schön wegkommen. Au. Au. Oh. So viel zum Thema einfach kontern. Nein. Hat wieder nicht geklappt. Wieder nicht. Alter. Jetzt reicht's mir. Oh, die Waffe ist genau das Richtige für dich, du Penner. Ja. Komm her! Arschloch. Denkt er sich auch so. Hä? Was war das denn? Nein, das hat nicht geklappt mit den Kontern. Krieg 17. Erst normalen Angriff und dann nämlich erst den Zweihänder-Spezial. Schriftrolle von Logan. Aha, stimmt, da war ja noch was. Aha, okay, ich wette, wir haben seine Klotten gerade bekommen. Ja, das ist interessant, also dass der Kampfstil hier gegen den besonders gut gewirkt hat. Moment, waren wir da auch schon drauf? Achso, Giftpfeile. Nett. Ah. Sagt die. Huch. War das eigentlich nicht gedacht? Eigentlich wollte ich nur gucken, was die HP sagen. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall mal den Gegenstand schnabulieren und gucken wir uns die mal alle in Ruhe an. Hui! Was denn du? Götterzorn. Dum, dum, dum. Hört sich gut an. So, gucken wir mal. Also, wir haben bekommen Abfall. Wir haben bekommen den Folianten von Logan. Geheime Schriftrolle der Hofzauberer der gottlosen Stadt. Sie enthalten die Zauber von Logan. Gib sie einen Zauberer, um Logans Zauber zu erlernen. Die Hofzauberer benutzten diese Schriftrolle, um Logans Erbe einzufordern. Ob ihr Anspruch bei genauerem Hinsehen tatsächlich Bestand hatte, ist eine andere Frage. Okay. Götterzorn. Grundlegende Form der Wucht erzeugt eine mächtige Schockwelle. Götterzorn ist ein. Was? Eine epische Sage? Während Wucht nur eine bedauernswert unvollständige Version dieser Geschichte darstellt. Wucht ist anscheinend also auch ein Zauber. Denke ich jetzt mal. Diese grundlegende. Was? Ja, grundlegende Darstellung tiefer Wut erzeugt eine Schockwelle, die Schaden zufügt. Wow. 30 Wille. Eieiei, verwendet zwei Zauberslots. Naja, den Beschleuniger von Logan haben wir noch bekommen. Das ist hierbei. Logans Beschleuniger. Dieser Beschleuniger, der Hofzauberer der gottlosen Hauptstadt, ist sehr mächtig, wenn ihn ein hochintelligenter Zauberer benutzt. Dieser Zauberer sehen sich als Nachfolger des berühmten Spitzhut-Logen und es heißt, sie hätten sogar ihre Zauberstäbe seinen nachempfunden. Ruhiger Gesang. Erhöht für kurze Zeit die Zauberkraft. Kann in beiden Händen benutzt werden, bla bla bla. War Logan nicht dieser aus Dark Souls 1, den man dann auch irgendwann kennengelernt hatte? Er hatte so einen riesen Hut an. An mehr kann ich mich jetzt gerade auch nicht wirklich erinnern. So, und wo ist jetzt
das dazugehörige Set. Da. Hofzaubererkapuze. Eine in der gottlosen Hauptstadt von Hofzauberern getragene Kapuze. Diese große, dunkle Kopfbedeckung lässt einem glauben, sie wären womöglich aus Orakel. Viele Zauberer behaupten, das Vermächtnis des großen weisen Spitzhut Logan in sich zu tragen, und die gottlose Hauptstadt beherbergt eine der beiden führenden Schulen. Und sonst? Wo ist der Rest? Moment. Wo ist denn der Kram? Da. Hofzaubererrobe. Eine in der gottlosen Hauptstadt von Hofzaubern getragene Robe. Die formell gestrickte Reihen lassen viele, was? Lassen viele glauben, sie wären wohl, alles dasselbe hier. Wollen wir gar nicht angucken. Genauso wie das. Und da hat sich auch nichts wirklich geändert. Wir haben quasi eigentlich nur den Text von dem Hut weggelassen. Okay. Wir haben Blitzbolzen bekommen. Diese vom Blitzen durchwirkten Bolzen wurden von Riesenschmied der Götter angefertigt. Die Götter nutzten jedoch keine Armbrüste. Die Bolzen sind wohl Artefakte aus der drachenlosen Zeit, als der Pakt zwischen Göttern und Menschen geschmiedet wurde. Nun gut, ja, Giftpfeile ist klar. Ja, ist jetzt nichts Besonderes dran. Wir haben doch aber noch Estos Ring. Flammen, Blutbiss, Giftbiss, Fluchtbiss. Einer der Bissringe aus Karim erhöht die Fluchresistenz. Die Herstellung dieser Ringe ist verboten, vielleicht aus Furcht vor formbaren Stein. Okay. Kleriker frönen aber dennoch diese Kunst. Aha. Und was ist an formbaren Steinen so schlimm? Wegen Golems? Wahrscheinlich, hm? Aber sonst haben wir jetzt hier nichts Dolles. Ach doch, Moment, hatten wir nicht sowas noch? Dunkelklauenring. Ich glaube, den haben wir schon ein bisschen länger. Joa. Was? Erhöht die Unbesiegbarkeit beim. Achso. Und wegen. Nee. Ist wahrscheinlich eigentlich ganz geil, aber nee. Okay. Joa. Da brauchten wir nicht lang. Dann gucken wir mal weiter rum. Da ging's ja noch rein. Wo kommen wir dahin? Wo kommen wir dahin? Okay. Ich höre auf jeden Fall schon wieder irgendwas. Okay. Man hört ja auch was. Es atmet. Kann ja auch. Okay. Wo sind wir? Okay, ja, aber. Da? Irgendwas kommt. Hört ihr das? Irgendwas geht da. Wow! Okay. Ihr Schweine! Ja, lol. Das ist ja fies. Die sind getarnt. Wollt ihr mich verarschen? Alter, danke. What the fuck? Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Jetzt mal ganz ernsthaft. Gehe ich so durch. Da habe ich keinen Bock drauf. Die haben wir ja gar nicht gesehen. Aber man hat sie gehört. Ja, okay. Müssen wir halt ein bisschen horchen. Okay, hier ist wieder irgendwo einer. Naja, okay, wartet mal. Na, ich dachte gerade auf dem Boden sieht man was. Da steht wieder Gegner. Ja,
Dahinter. Dahinter. Was meint er mit dahinter? Das ist merkwürdig. Hier? Wo? Ich höre sie doch. Okay, auch nicht erwischt. Okay. Probieren wir es mal. Schlüssel des Wärters. Da. Hier, guck mal. Nee, das ist ein Grafikfehler. Wie dahinter? Verstehe ich nicht. Hier? Hier ist doch auch nichts. Merkwürdig. Nö. Da scheint nichts zu sein. Kein Plan. Nope. Passiert ja auch nichts. Ah, hier sind wir bei den Ratten. Ach du Scheiße. Das ist schon interessant. Aber wieso Vorsicht vor dahinter? Moment mal, wir haben Kerkerschlüssel bekommen. Das heißt, wir können jetzt endlich. Ah, wir können jetzt endlich die Kerker wahrscheinlich öffnen, ha? Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Das ist ja schick. So. Moment, wir kommen hier ja gar nicht mehr zurück, ne? Das heißt, wir müssen ja da sogar long. Das ist ja gemein. Fällt mir gerade mal so auf. Wir sind ja runter. Das ist mir irgendwie immer noch ein bisschen suspekt hier. Ah. Ich sehe da aber nichts. Oh Gott, sind da viele Ratten direkt. Hui! Au. Ausdauer gefehlt. Naja. Können ja nix. Jetzt habe ich gerade nur überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo wir lang müssen. Mal so überhaupt gar nicht. Au. Au, au. Scheiß Ratten, ey. Wie ich sie hasse. Gucken wir eben hier. Hier ging es auf jeden Fall hoch. Ja, ich irgendwie kommt mir das bekannt vor. Von wegen hier durchlaufen und dann haben wir die Ratten von oben angeguckt. Das ist gut. Das ist gut. Muss richtig sein. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ach Gottchen. Sind wir jetzt hier richtig? Sind wir hier falsch? Hier waren auf jeden Fall ganz viele fiese Typen. Was war denn hier unten? Die Mimik. Okay, hier sind die Spiegel. Buddels. Haben wir uns gehört? Nee. Guck. Na ja. Hahaha, dachtest du. Au, au. Nicht übertreiben, Jungs. Ey. Ich hab gesagt. Au. Au. Wir sind so gut wie am Arsch. Boah. Gut, dass sie sich von der Rolle so beeindrucken lassen. Aua. Penner. Das sah jetzt merkwürdig aus. Hier hätten wir doch eigentlich gekontert, hm? Fand ich.
Tschu. Na du? Oh. Ah, ein paar viele auf dem Haufen gewesen. Huiuiuiui. Das hätte jetzt auch schon wieder ins Auge gehen können. Meine Herren. Mäp. Was brauchen wir jetzt eigentlich zum Aufsteigen? 30.900. Ist auch schon wieder nicht mehr so fern. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir am schnellsten zu den Zellen kommen. Au. So viel zum Thema Kontern. Ah, gut, der hat auch ziemlich schnelle Waffen. Sollte man sich nicht unbedingt solche Typen schnappen, ne? Nee, nee, nee. So. War das wegen dem Riesen, dass wir hier lang sind? Das kann sogar glatt sein. Ja, genau. Das ist der Riese. Dann sind wir hier? Ach Gottchen. Hätten wir ja gar nicht da oben lang gemusst. Eigentlich nützt. Eigentlich nützt. Naja. Was soll's? Tschu. Lebt die andere auch noch? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, Radis. Ah, da kommen die her. Interessant. Ah, stimmt, da waren noch die Großen drin. Was haben die denn? Wieso kommen die da jetzt nicht durch? Komisch. So, jetzt kommen die zwei Großen. Also machen wir gleich. Okay. Au. Nicht einsperren. Einsperren ist doof. Aua. Aua. So, jetzt. Bam. 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 Blöde Ratten. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, hier sind wir. Ah ja. Wenn man jetzt ruhig und gediegen hier rumgeht, tun sie an nichts. Okay, jetzt bin ich aber gerade überlegen, waren hier unten Zellen, die man aufmachen konnte? Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, hier direkt waren keine, ha? Huh? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ach ja, genau, hier war ja das mit der, mit diesem komischen Drachendingens, was irgendwie nicht ging, wo ich mich ja eigentlich auch nochmal informieren wollte. Ich vergessen. Verdammt. Drachenkörperstein, genau. Was damit es auf sich haben tut. Brauche Geste oder so war ja der Knackpunkt dabei. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Zack ich hier. Eine ist es noch. Also nicht viel. Das ist echt nicht viel. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier? Ah. Okay. Das ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt müsste ich noch ungefähr wissen, wo das Ding war. Das wird helfen. Ja, die beiden haben uns. Ne, drei waren das ja sogar. Haben uns noch nicht gesehen. Immer noch nicht. Guck, guck. Guck. Hallo? Okay. Interessieren sich gar nicht für uns. Na denn. Nö, irgendwie nicht. Hallo, du hässliches Etwas.
stirb einfach mal. Zack. Die sind aber auch echt hässlich. Kann mir das einfach nicht geben mit den Dingern. Ja. Okay. Schieb uns mal ein bisschen durch die Gegend. Ist okay. Reichernes Kiefernharz. Jetzt sind wir hier. Hier wollen wir ja aber eigentlich gar nicht hin. Na gut. Dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer umschauen. Das klappt jetzt einfach gerade nicht. Wir müssen irgendwo hier noch irgendwas öffnen. Das weiß ich. Ich weiß nur nicht wo. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.